ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate. Ja, ich komme morgen tatsächlich in die 19. Woche und möchte euch jetzt wie jedes Mal aus meiner, gut, jetzt noch aktuellen, aber eigentlich meiner vergangenen Woche berichten, nämlich aus der 18. Woche. Und ich muss sagen, ich habe mir für diese Woche keine Notizen gemacht, denn es war ehrlich gesagt, was das angeht, total langweilig diese Woche. Also ich habe letzte Woche, glaube ich, auch schon nicht wirklich viel zu erzählen gehabt. Ich gucke da noch mal kurz rein, aber ja, also vieles war ähnlich, aber ich finde grundsätzlich war es wirklich wenig an Symptomen an sich, wo ich jetzt wirklich mords was zu erzählen hatte euch. Also es ist tatsächlich immer noch so, dass ich aufpassen muss, wenn ich zu schnell aufstehe, dass ich ja, dass mir dann gegebenenfalls manchmal ein bisschen schwindelig wird und auch wenn ich zu lange stehe, dann habe ich immer das Gefühl, mein Blut sackt mir so ein bisschen ab und aber das sind alles so Kleinigkeiten. Das war vielleicht noch diese Woche. Also ich habe das Gefühl, dieses Video wird echt kurz. Aber ich meine, ich kann ja auch nichts erzählen, wenn es nichts zu erzählen gibt. Ansonsten Müdigkeit, hatte ich ja letzte Woche gesagt. Habe ich das Gefühl, durch die Eisentabletten ist es wieder besser geworden. Das hat, finde ich, diese Woche wieder so ein bisschen ja, geschwankt. Also es gab irgendwie Tage, da habe ich echt gedacht so, boah, ohne Mittagsschlaf keine Chance. Aber ich meine, wenn ich arbeiten gehen muss, geht Mittagsschlaf eben nicht. Aber da habe ich dann eben, ja, bin ich dann mal eine kleine Runde gelaufen, dass sich irgendwie so ein bisschen der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Oder habe was getrunken oder ähnliches, aber ansonsten bin ich auch abends diese Woche wieder relativ früh ins Bett und auch das Aufstehen morgens fiel mir diese Woche wieder etwas schwerer, muss ich sagen. Also ich habe zwar natürlich weiterhin regelmäßig meine Eisentabletten genommen, jeden Tag eine, aber wahrscheinlich war das doch nicht so ganz der Grund, warum ich mich letzte Woche etwas fitter gefühlt habe. Ich denke, das ist einfach irgendwie auch so ein bisschen abhängig vom Wetter und vom Alltag allgemein und was sich eben gerade auch so in meinem Bauch tut. Also ich, je nachdem, ja, brauche ich eben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Energie und spüre das dann eben auch dementsprechend in der Müdigkeit. Also von daher, das war diese Woche, finde ich, wieder ein bisschen schlechter in Anführungszeichen. Ansonsten muss ich jetzt echt überlegen. Ich finde, der Haarausfall ist nach wie vor enorm. Also nach dem Duschen denke ich immer, oder auch generell nach dem Haarebürsten, denke ich mir, mein Gott, also wie kann es sein, dass ich überhaupt noch hier Haare auf dem Kopf habe? Es ist, ich finde es so extrem und habe das ehrlich gesagt beim Nino auch nicht wirklich so in Erinnerung gehabt. Also da kann ich mich gut dran erinnern, dass ich als, war das jetzt als der Kleine auf der Welt war oder als ich abgestillt habe? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber bei einem von den beiden Phasen war es so, aber das ist ja der normale Zustand. In der Schwangerschaft hat man ja diese wunderschönen Haare und man hat viele Haare und die wachsen richtig schön und haben eine ganz tolle Struktur und dann fallen die ja irgendwie alle wieder aus. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, das ist echt furchtbar. Also, was ich da immer aus meiner Bürste rausholen muss und auch von unserem Badezimmerboden und wenn ich auch so immer durch die Haare gehe, ich habe das Gefühl, ich hole ständig nur Haare raus und ich, also, das ist echt nervig und bereitet mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen Sorgen, weil, ja, ich meine, ich habe meine Haare eigentlich gerne. Also das ist, finde ich, nach wie vor wirklich extrem. Was gibt es sonst noch essenstechnisch? Ich habe das Gefühl, eben, zielt gerade eher so das, was ich gerne esse und worauf ich wirklich Lust habe, auf sehr, sehr salzige, würzige Sachen, sage ich mal. Also, wo ich unglaublich gerade gerne esse, wo aber jetzt nicht wirklich, ja, toll ist. Kennt ihr diese fertigen Nudeltütensuppen? Ganz schlimm, also normalerweise habe ich das so maximal so eine im Notfall, wenn mal einer von uns krank ist und irgendwie was Kleines zum Mittag essen muss, dann Wasser in den Topf, das Päckchen rein und dann hat man zumindest ein bisschen was im Bauch, aber die esse ich gerade gerne. Also ich mag dieses, ich finde die auch neutral gesehen total überwürzt eigentlich,
Aber irgendwie, also da esse ich auch tatsächlich so eine ganze Tüte. Das ist dann, glaube ich, mit einem Liter. Die esse ich dann komplett auf. Danach platze ich zwar schier und mein Bauch wächst sonst wohin, weil so viel Flüssigkeit auf einmal, aber ja, die mag ich irgendwie gerade gerne. Ja, nicht wirklich gut. Ich esse mal auch nicht, um Gottes Willen, auch nicht, natürlich nicht jeden Tag. Also, aber ja, so gerade wenn ich freitags meinen Homeoffice-Tag habe oder so, wobei da gucke ich auch gerade, dass ich mir viel Kürbis mache, weil ja, Kürbiszeit jetzt, ne? Dass ich da eher nicht so viel von esse, aber das mag ich gerade, muss ich gestehen, relativ gerne. Ja, nicht gut, ich weiß, aber ist halt gerade so. Was gibt es noch zu erzählen? Also ich muss gerade wirklich überlegen, es ist echt schlimm. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt echt ein kurzes Video. Ansonsten hatte ich diese Woche Donnerstagabends ein Meeting online und saß relativ lang vorm Laptop. Und ich meine, dass ich da den Kleinen gespürt habe. Es ist aber immer noch nicht so, dass das regelmäßig ist oder dass es zunimmt oder dass ich mir ziemlich sicher bin. Überhaupt gar nicht. Also das war auch das einzige Mal, dass ich diese Woche gedacht habe, könnte sein. Ich meine, es ist jetzt die 18. Woche gewesen. Beim Nino war es, wie gesagt, ungefähr so, meine ich, die 20. Woche. Also ich habe damit gerechnet, dass ich das beim jetzigen Kind viel, viel früher spüre. Ich muss aber auch unbedingt mal beim nächsten Arzttermin fragen, wo denn eigentlich meine Plazenta ist. Weil wenn es eine Vorderwandplazenta ist, kann es natürlich sein, dass das sehr viel gedämpfter ist und auch dementsprechend später zu spüren ist. Aber da habe ich irgendwie gedacht, könnte vielleicht sein und habe mich mega gefreut, dass es jetzt dann vielleicht losgeht. Aber wie gesagt, das war bisher das einzige Mal. Und was ich irgendwie auch sagen muss, dass mir genau dieser Umstand, ich weiß nicht warum, Sorgen macht. Ich meine, wie gesagt, es kann ja durchaus sein, dass ich es auch in der jetzigen Schwangerschaft später spüre oder dass er einfach generell noch nicht so aktiv ist, der Kleine. Oder wie gesagt, dass ich vielleicht jetzt eine Vorderwandplazenta hatte und beim Nino hatte ich muss ehrlich gesagt mal nachfragen, ich weiß es beim Nino gar nicht, wo da meine Plazenta war, dass ich es einfach gar nicht eher oder deutlicher spüren kann. Aber ich muss irgendwie sagen, es beschäftigt mich doch schon ganz schön. Jetzt nicht, dass ich mir permanent Sorgen mache und denke, oh mein Gott, das vielleicht ist jetzt doch noch zu so später Phase in der Schwangerschaft irgendwas, das was nicht in Ordnung ist. Aber es ist doch irgendwo immer geistert so ein bisschen in meinem Kopf rum und lässt mich nachdenken und ab und zu klopfe ich auch so ganz leicht so mal auf den Bauch, so dass ich denke, vielleicht kommt ja irgendwas zurück oder so. Aber da würde ich mir irgendwie echt wünschen, dass das mal anfängt, weil also ich habe sonst gar keine Symptome, die darauf hindeuten, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Keine Ahnung, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Blut gesehen habe beim Toilettengang oder sowas, oder dass ich Schmerzen habe oder sowas. Das ist alles gar nicht, aber ja, also mir vermittelt es auf jeden Fall ein ganz extremes Gefühl von Sicherheit, wenn ich einfach das Kind spüre. Und ich habe ja gesagt, bei den letzten Ultraschallterminen war es ja auch schon so, dass der sehr, sehr, sehr gechillt war, wenn man es so ausdrücken will. Also immer sehr wenig in Bewegung. Ich glaube, ich habe ihn wirklich erst einmal auf dem Ultraschall in Bewegung gesehen. Das war da, wo wir die Nackenfaltenmessung gemacht haben. Und seitdem war bisher, was Bewegung angeht, ich hatte glaube ich noch zwei Ultraschalltermine danach, war bisher noch gar nichts, was Bewegung angeht. Also wirklich beim letzten Mal hat ja die Ärztin auch wirklich versucht, hier mit dem Schallkopf da den Bauch so ein bisschen oder das Kind dann durch diesen Schallkopf, durch diese Bewegung, durch den Druck ein bisschen anzuregen, aber keine Chance. Und ich gehe mal davon aus, dass der Arzt oder auch die Ärztin, beim letzten Mal war es ja die Vertretungsärztin, was gesagt hätte, wenn ihr das Sorgen bereitet hätte, dass da jetzt so gar nichts kommt. Ich mein Herz hat geschlagen, das alles war sonst in Ordnung. Aber mich beschäftigt es halt. Und das ist was, wo ich eigentlich dachte, ich bin jetzt gerade so auch, ich meine, ich bin jetzt im 5. Monat, ist die zweite Schwangerschaft. Da dachte ich eigentlich wirklich, dass ich dahingehend entspannter bin. Merke aber, dass ich es jetzt irgendwie doch nicht so bin.
Ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wenn das irgendwie bedenklich gewesen wäre, dass bei den letzten beiden Terminen die Ärzte auf jeden Fall auch schon was gesagt hätten oder dass Moore gesagt hätte, okay, man muss jetzt irgendwie doch noch eine weitergehende Untersuchung machen oder sie müssen öfter kommen oder weiß ich nicht. Also ich meine, die Kontrolle in der Schwangerschaft ist ja bei uns in Deutschland sowieso relativ engmaschig und auch sehr genau. Also von daher, dahingehend sollte ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen. Ich mache es aber und das ist irgendwie so ein bisschen, es nimmt mir gerade so ein bisschen die Freude, die ich eigentlich für die Schwangerschaft habe. Und nee, es nimmt mir nicht, es dämpft die Freude, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weil ich mir irgendwie, ich will mir keine Sorgen machen, weil es eigentlich, bis auf das, dass ich ihn noch nicht spüre, keinen Grund dafür gibt. Aber es ist halt irgendwie da und es ist bestimmt auch zu einem gewissen Grad normal, dass man sich als werdende Mama oder auch wenn man dann Mama ist, immer Sorgen oder Gedanken macht. Man fragt sich immer, ist alles in Ordnung und was kann ich tun, dass es meinem Kind so gut wie möglich geht und so weiter. Aber da wäre ich irgendwie gern wieder so ein bisschen entspannter. Ja, vielleicht kann da der nächste Termin, ich muss jetzt noch 1,5 Wochen auf den nächsten Termin warten, vielleicht kann der mir da wieder so ein bisschen Entspannung geben oder vielleicht habt ihr auch ein paar ja, motivierende Worte für mich oder ein paar beruhigende Worte für mich oder ja, keine Ahnung. Aber ja, also da oder das Kind fängt halt einfach mal an, ein bisschen fester zu treten und zu boxen, keine Ahnung. Also das wäre wirklich was, wo ich mir sehr wünschen würde. Bei Mino habe ich zwar auch drauf hingefiebert, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es dieses Mal anders. Keine Ahnung, ich kann es nicht so genau beschreiben, aber es ist tatsächlich so. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich hatte an einem Abend diese Woche wieder Kopfschmerzen. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass es hier vom Nacken wieder den Hinterkopf hochzieht. Da habe ich mir dann auch direkt wieder diese, ich habe es jetzt nicht nochmal dabei, weil ich glaube, das habe ich euch letzte Woche schon gezeigt, diese Moor-Kompressen. Weil ich glaube, selbst wenn ich jetzt in Rücksprache mit meinem Arzt ein Schmerzmittel bei Kopfschmerzen nehmen könnte, will ich es natürlich so weit wie es geht vermeiden, weil ich denke, es muss nicht sein, dass das Kind unbedingt sowas mit in seinen Blutkreislauf bekommt. Und da helfen eigentlich diese Moor-Kompressen bei mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist so ein Kissen, das kann man, was heißt so ein Kissen? Das ist halt, es fühlt sich eher so gelartig an, kann man in die Mikrowelle machen, wird richtig schön warm, hält auch wahnsinnig lange die Wärme und das kann man sich dann richtig schön hinten in den Nacken packen. Ich verlinke es euch gerne nochmal unten, weil bei mir hilft das wirklich richtig, richtig gut. Also gerade was so Verspannungskopfschmerzen angeht, da brauche ich wirklich immer ganz, ganz, ganz intensive Wärme im Nacken, sodass es eigentlich fast schon unangenehm ist und wehtut, dass das wirklich richtig tief in die Muskeln reinzieht und dass die sich dann wieder entspannen und lockern. Und das hat bei mir wirklich wieder sehr, sehr gut geholfen. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen, wer da auch so gut wie es geht, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern generell auf Schmerzmittel verzichten möchte, dass man da eben auf diese Moor-Kompressen zurückgreift, weil die sind nicht so teuer in der Anschaffung. Sie sind super schnell warm gemacht in der Mikrowelle und halten die Wärme, wie gesagt, viel, viel besser wie eine Wärmflasche meines Erachtens nach und sind auch, finde ich, angenehmer, um sie in den Nacken oder in den Rücken zu packen als eine Wärmflasche. Weil ich finde, bei einer Wärmflasche, entweder ist zu wenig Wasser drin, dann geht die Wärme schnell verloren oder man spürt kaum was davon. Oder wenn man sie richtig vollpackt, dann kann man sich halt nicht wirklich drauflegen. Und das ist halt bei den Moor-Kompressen total genial. Also die großartig. Kann ich nur empfehlen, sich in jedem Haushalt sowas anzuschaffen. Genau, aber mehr gibt es, wie gesagt, tatsächlich von dieser Woche nicht zu berichten. Ich hoffe, ich kann euch nächste Woche wieder mehr erzählen. Ich würde jetzt noch kurz auf die Babyentwicklung, die meine App mir immer so schön präsentiert, eingehen und dann machen wir noch das nächste Päckchen hier von meinem Kalender auf. Da bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt drauf. So, was haben wir denn diese Woche? Ja, sehr, sehr schön. Das Baby sollte inzwischen Geräusche von außerhalb des Körpers seiner Mutter hören. Also bisher waren ja die Geräusche eher nur so auf das beschränkt, was so in meinem Körper abgeht. Klar, Verdauungsgeräusche, meine Stimme vor allem aber auch. Aber jetzt kann es wohl wirklich auch je nachdem, wie laut und deutlich die Geräusche sind, von außen hören. Also Nino hat auch mit Sicherheit schon gehört. Also so laut und intensiv, wie er manchmal seine Stimme einsetzt, muss er sich daran schon jetzt gewöhnt haben, also das definitiv und was halt auch natürlich schön ist,
dass er jetzt die Spieluhr dann natürlich auch hören kann, die ich jeden Abend auf den Bauch lege. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das Video kommt nach diesem hier. Da habe ich nämlich euch abgefilmt, was ich bisher schon fürs Baby alles, sag ich mal, besorgt habe, beziehungsweise auch geschenkt bekommen habe. Und wir haben ihm, als wir wussten, was es wird, eine Spieluhr gekauft. Das haben wir beim Nino auch schon gemacht. Und die kommt jetzt wirklich jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, kommt die auf den Bauch und dann ziehe ich die auf. Und das ist für mich so ein total schönes Ritual. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schön, dass er das jetzt auch tatsächlich hören kann. Habe ich beim Nino auch wahnsinnig gerne gemacht. Genau. Genau, was auch beginnt, ist jetzt dieses, dass sich das Meconium anfängt, im Darm des Babys zu sammeln. Das ist ja dieses, man nennt es ja auch Kindspech, also so das erste, ja, die ersten Verdauungsreste, die die Kleinen dann ausscheiden. Das ist ja so wahnsinnig schwarz und klebrig und da haben die ja am Anfang wahnsinnig mit zu kämpfen, bis die das raus haben. Also da kann ich mich beim Nino noch sehr, sehr deutlich daran erinnern, dass ich echt gedacht habe, wow, also das klebt echt ganz schön. Also bis man da diesen kleinen Popo sauber bekommen hat, man will ja gar nicht so doll rubbeln, aber es klebt wirklich unwahrscheinlich. Also das beginnt jetzt wohl sich im Darm anzusammeln. Es besteht vor allem aus Hautzellen, geschlucktem Fruchtwasser, also auch die Haare, die haben ja jetzt schon diese Körperbehaarung, wie heißen sie, wie heißen sie denn jetzt wieder, Lanugo oder so, Lanugo, ich blende euch den richtigen Namen hier ein. Das verlieren die ja auch irgendwann und das schlucken die natürlich auch, wenn die das Fruchtwasser runterschlucken und das sammelt sich dann halt alles jetzt gerade im Verdauungstrakt an. Die Augen schauen jetzt nach vorne, also die sind jetzt, die haben ja angefangen am seitlichen Kopf sich zu entwickeln und sind dann so nach vorne gewandert. Die schauen jetzt nach vorne und sind sozusagen in ihrer endgültigen Position. Zellen, die Schleim produzieren, haben sich im Magen entwickelt und sind bereit, Magenflüssigkeit abzusondern. Augenbrauen und Haare haben sich verlängert. Genau, und die Ohren sollen wohl auch in den nächsten Tagen an ihrer endgültigen Position angekommen sein. Die Knochen beginnen sich weiter zu verhärten. Ah ja, und 1 bis 2 Stunden, nachdem ich gegessen habe, beginnt das Baby die Nährstoffe daraus aufzunehmen, was eben über die Plazenta rüberschwappt. Genau. Also ist es natürlich schon sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass man eben auch genug Nährstoffe zu sich nimmt, also nicht mehr so viele Tütensuppen. Ein sich schnell entwickelndes Baby ist jetzt groß genug, um ihre Handfläche zu füllen. Das ist schon krass, oder? Wenn man sich das vorstellt, heftig. Ja. Vielleicht haben Sie zum ersten Mal fetale Bewegungen gespürt. Das Baby bewegt sich die ganze Zeit. Wenn Sie es noch nicht fühlen, sollten Sie es innerhalb der nächsten 2 Wochen tun. Erwarten Sie noch nicht, dass das Baby schlägt und tritt. Das Gefühl ist eher wie ein Magenknurren, das Platzen einer Blase oder Schmetterlinge im Magen. Vielleicht sogar nur das Gefühl einer Verdauungsstörung oder Hunger. Ja, also da steht es nochmal drin. Grund zur Sorge besteht ja tatsächlich noch nicht. Aber ja, ich meine, was will man tun? Ne? Wenn man eben diese Gedanken einmal so hatte, dann ist es halt schwer, sich dahingehend wieder zu entspannen, außer es verändert sich halt was an der Situation. Bei mir jetzt eben die Bewegungen werden deutlicher spürbar oder der Arzt sagt mir nochmal, dass alles in Ordnung ist. Von daher, es bleibt abzuwarten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr kriegt es mit. Mehr gibt es tatsächlich über die 18. Woche nicht zu erzählen. Ich zeige euch jetzt noch den Bauch und dann gehen wir hier rüber. Aber erstmal machen wir noch den Bauch. Kamera, du fällst jetzt bitte hier nicht runter. So, heute mal wieder mit Kleid, deswegen kann ich es nur so zeigen. Nicht so viel Veränderung, finde ich. Es hat sich jetzt auch diese Woche nichts getan von wegen Spannen oder Drücken oder ähnliches. Also dahingehend war es auch ruhig, aber Kügelchen ist trotzdem da. So, jetzt gucken wir mal hier die
19. erreiche ich morgen. Das heißt, dann darf ich das jetzt mit euch zusammen aufmachen. Heute wieder ein flacheres Päckchen. Das ist so schön. Ich liebe es, dass ich mir diesen Kalender gegönnt habe. Das ist echt ganz, ganz arg toll, da jede Woche irgendwie so ein Päckchen aufzumachen. Und dann weiß man eben auch genau, ja, so und so lange ist es jetzt noch. Und ja, die Sachen, die da drin sind, finde ich bisher echt schön. Ah, das ist wahrscheinlich für den Mutterpass, ne? Ich musste gerade kurz überlegen. Gehe ich mal davon aus. Ja, von den Maßen her kommt es hin. Also es ist eine Mutterpasshülle mit einem Elefanten drauf von Wunderkinder, ist wohl die Marke. Ja, kenne ich jetzt noch nicht. Ist so eine Plastikfolie und innen eben hier so zwei Einschiebe, dass man da eben das Heft befestigen kann mit einem süßen Elefanten drauf, mit zwei Luftballons. Duftballons. Ja, sehr süß, aber ich habe schon eine Mutterpasshülle, von daher brauche ich die jetzt nicht zwingen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht so ein paar Sachen sammeln soll und die dann vielleicht auch an euch verlosen soll. So zum Ende meiner Schwangerschaft oder wenn das Kind dann geboren wurde. Das muss ich mir noch überlegen. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das eine gute Idee findet oder nicht. Was steht denn hier noch so drauf? Das haben wir jetzt gar nicht gelesen. Wie gemein. Du kannst dein Baby wahrscheinlich schon spüren, wenn das Platzen einer Seifenblase im Bauch fühlen sich die ersten Tritte an. Ja, das kann ich bestätigen. Das war beim Nino auch so. Das war wirklich wie das Platzen einer Seifenblase. Aber nein, ich kann es noch nicht. Ha, hoffentlich ändert sich das bald. Jetzt höre ich aber auf rumzujammern, weil sonst geht es mir ja eigentlich gut und von daher gibt es eigentlich keinen Grund zu jammern. Aber ja, ein bisschen darf man ja auch mal. Genau, das war jetzt mein relativ mageres Update zur 18. Schwangerschaftswoche. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch zu einem neuen Video wieder einschaltet. Bis dann, ihr Lieben!